Hi, grüß euch. Teil 2, Heu machen. 2021, zweiter Schnitt. Was soll ich sagen? Ich erzähle euch mal kurz was. Gestern hat's kurz geknallt. Im Haus waren wir drin, in den Abendstunden. Hat's kurz geknallt. Und wir haben gemeint, was ist jetzt passiert? Hat's irgendein Vogel gegen die Scheibe gehauen oder so? Sind wir raus, haben aber nichts gesehen. Haben wir uns gedacht, okay, ja, wird schon nichts Schlimmes gewesen sein, vielleicht ein Flugzeug, der drüber fliegt. Heute wäre es pressend dran. Das ist der Grund. Mir hat's den Reifen zerhaut. In dem Video, das ich euch oben mal kurz einblende, habe ich erst vor kurzem die andere Seite gemacht. Da habe ich den Originalreifen wieder drauf getan. Und jetzt ist der hin. Und genau heute. Ja, jetzt vergeude ich keine Zeit. Jetzt muss ich den anderen Reifen dabei wiederholen. Der ist jetzt erst einmal Schrott. Ich weiß nicht, ob ich einen Schlauch da habe. Muss ich mal schauen, aber ich glaube jetzt auf die Schnelle nicht, dass ich den wechseln kann. Ich werde jetzt bloß den Reifen wieder drauf tun, den ich vorher drauf hatte, auf der anderen Seite. Ärgerlich, ärgerlich. Na gut, also dranbleiben. Bis gleich. Ich weiß, dass es mit Verlängerung ist, aber mit dem hier, wo ist es? Mit dieser kombinierten Nuss, da ist in der Mitte die Aufnahme, hier ist es Größe 17, hier ist Größe 19. Da geht es nur mit Verlängerung. Aber so ging es auch. Den Reifen hat's voll zerschossen. Da geht gar nichts mehr. Scheiße. Ja, das war natürlich der Knall, den ich gehört habe da. Ich weiß nicht, ob der einen Schlauch drin hat. Jetzt nicht mehr. Dass ich den Reifen noch aufgehoben habe. So. Ja, gut. Wieso geht der nicht? Ach, Scheiße. Mein Sohn drauf tun dabei. Der geht so nicht rauf. Thank you.
Oh. Reifen drauf, allerdings verkehrt rum, von innen nach außen gedreht. Andersrum ging er nicht, da war er fest. Ja, Notreparatur. Reifenmontiergerät habe ich ja. Und dann gehört dieses Teil. Ja, mit Flicken ist es da nicht mehr getan. Da geht nichts mehr mit Flicken. Scheiße. Neuer Mantel, neuer Schlauch. Ich habe jetzt gerade angefangen. Presse ist eingestellt. Das ist jetzt die erste Bahn, die ich fahre. Insgesamt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bahnen. Aber das sind ja eher kleine Bahnen. Hoffen wir, dass alles hinhaut soweit. Müssen wir mal abwarten. Aktuell nimmt das schön auf, wie man sieht. Verena tut die bisschen Nachrechnung noch. Schauen wir mal, ob alles hinhaut. So. Gebunden ist es. Ja, der erste wird immer ungleichmäßig und groß. Soll ich tiefer? Aber das kannst du liegen lassen, das ist nicht so viel. Ja. Ja, okay. Gut. Fahren wir weiter. Die neue Gelenkwelle ist dran. Funktioniert. Super. Es rattert nicht mehr so stark wie vorher. Gut, fahren wir weiter. Jetzt geht's weiter. Jetzt soll es wieder gehen. Ich habe jetzt hier ein bisschen weiter aufgemacht. Schauen wir mal. Sehe nichts mehr. Alles nass hier. Aber das Heu ist trocken. Gut, schauen wir mal weiter. Ich glaube, ich war ein bisschen zu langsam von der Drehzahl her.
wie viel Heu haben wir jetzt zusammengebracht? Das Zelt ist wieder voll, da hat es nur ein Büschel rausgehaut. Richtig schwer sind es diesmal geworden, die Büschel. Oh. So, richtig schwer sind es geworden. Von der Pressdichte hat das super jetzt hingehaut. Die sind richtig fest geworden, richtig, ja, fast schon wie HD-Ballen, so von der, vom Gewicht her. Nicht nur fast, sondern vom Gewicht her sogar wie ein HD-Ballen, würde ich sagen. Mit anderen Ausmaßen natürlich. Ja, Gelenkwelle hat auch super hingehaut. Presse hat top gearbeitet, also das Einzigste eben war die Verstopfung. Ich habe keine Ahnung, entweder habe ich zu wenig Drehzahl drauf gegeben. Da habe ich die, ich kann ja mittlerweile nachschauen durch den eingebauten Drehzahlmesser, da wo es verstopft war, habe ich nur 350 Umdrehungen auf der Zapfwelle natürlich drauf gehabt. Das war natürlich viel zu wenig. Und ich vermute daher, dass einfach dann das Schwungrad nicht genug Kraft hat und dann rutscht es immer durch. Man sieht das ganze Durchrutschen immer, wenn dieser Riemen hier verrutscht, der rutscht dann hier rüber. So sieht man es dann immer. Ich blende es euch oder ich zeige es euch mal im Video, wo das passiert ist, nochmal. Ich blende es euch nochmal ein. Da sieht man so richtig dann, dass der Riemen rüberrutscht. Dann weiß ich schon, jetzt ist auf der Gelenkwelle wieder mehr Drehzahl drauf als an dem Schwungrad und dann muss ich entweder stehen bleiben, langsamer fahren oder die Verstopfung beseitigen. Ja, man muss sich dran gewöhnen. Gut, die habe ich abgemacht, die schneide ich immer einfach durch und nehme es dann mit fürs nächste Mal. Dann bauen wir mal die Rutsche ab. Da ist der kleine Haken hier. So. Dann klappen wir die hier ein. Genau, Schnüre lasse ich so immer drin, also unten lasse ich es drin. Hier ist ganz viel Dreck drin. Mit meinem rausholen. Gut, hier auch. So. Gut, im Gegensatz zum letzten Jahr oder die Jahre zuvor möchte ich es jetzt gleich abschmieren. Ich habe es bis jetzt immer davor, also vor dem Pressen genau abgeschmiert. Diesmal möchte ich zum Ende hin abschmieren. Ja, spart mir einfach Zeit dann, wenn es dann losgeht. Meine alte Fettpresse ist kaputt gegangen. Ich habe mir eine neue gekauft. Die alte, da kam hinten alles raus statt oben. Jetzt habe ich mir mal die bestellt von Carbowl. Schauen wir mal. Ja, man ist schon chinesisch. Also hier sieht man schon China-Produkt im Prinzip. Ich habe mir vorhin den G-Kuppler hingebaut. Den habe ich von der alten Fettpresse übernommen. Der ist recht gut. Mal so, gummierte Griffe. Hier Gummischutz unten drauf. So ist recht praktisch, schaut gut aus. Es ist total leicht. Also es ist, glaube ich, ich weiß nicht, was das ist. Ich tippe mal auf Aluguss, aber wissen tue ich es nicht. Also von der Verarbeitung her ist es eher dünn als dick. Aber gut, schauen wir mal. Kommt schon raus. Okay, hier habe ich jetzt an Janma angehängt. Jetzt räume ich es schnell auf. Warum an Janma? Mit dem bin ich doch ein bisschen wendiger mit dem rückwärts da reinfahren als mit dem großen Bulldog. Ja. Übrigens, der Janma, falls ihr das noch nicht gesehen habt, der kann natürlich auch die Presse bewegen, also die Presse benutzen.
Ich habe schon des Öfteren mit dem Janmar gepresst, deswegen habe ich auch die Presse gekauft, weil es bis 15 PS geht, der Janmar 17 PS hat. Ja. So, Presse aufgeräumt, geschmiert. Jetzt brauche ich es erst wieder nächstes Jahr. Jetzt steht es bis nächstes Jahr früher rum. Aber gut, abgeschmiert ist. Das Einzige, was ich später noch machen werde, das ist mit WD-40 die Knoten einsprühen, dass wenn feuchtig, weil da ist blankes Metall, von die Knüpfernadeln und das Ganze, nicht die Nadeln, die, ich weiß nicht, wie das Zeug heißt, sprühe ich auf jeden Fall mit WD-40 ein, dass da nichts rostet über den Winter. Gut. So, und alles nur für die Ziegen. Und die machen schon wieder, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, die ganze Hütte kaputt. Jetzt habe ich es erst repariert, die Hütte. Und jetzt schon wieder komplett alle Bretter rausreißen. Hier hinten steht der Marcel Ferguson jetzt. Den hole ich jetzt schnell her. Dann machen wir jetzt gleich folgendermaßen. Dann baue ich noch schnell die Heckenschere an. Dann zeige ich euch das auch noch mal schnell. Ich habe mir bei der Heckenschere jetzt noch keine Aufnahme fürs Dreieck hingebaut. Das habe ich noch vor, das heißt, hier muss ich mir jetzt alles wegbauen. Das heißt, die Ballengabel baue ich mir weg und das Dreieck baue ich mir jetzt weg. Muss ich jetzt noch auf alte Weise nutzen. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, jetzt hier was zu bauen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, ob es hinhaut, ob es funktioniert, wenn ich mal hier das Dreieck anbaue. Also ich meine, das Dreieck anbauen selber oder anschweißen dürfte kein Problem sein. Das dürfte schon gehen. Mir geht es um diese Seitenstabilität, wo ja der alte Frontkraftheber bei mir, das Video, das verlinke ich euch mal oben, kaputt gegangen ist. Nicht, dass mir das Dreieck, wenn ich jetzt hier das Dreieck hinbaue, dass mit der Seitenstabilität nicht hinhaut. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann mir aber einer von euch helfen und das mitteilen und das schreiben, was ihr meint. Ich will es erst umbauen, wenn ich mal hundertprozentig sicher bin, dass da nichts passiert, dass das Dreieck aushält. Bei Unterschätzen darf man es natürlich nicht, diese Kraft auf der Seite raus durch den Ausleger.
So, vorteilhaft vom letzten Mal ist, ich habe mir jetzt hier alles markiert, wo was reingehört. Genau. Und immer schön vorher abputzen. So. Da gibt es so eine Zange dafür. So, Heckenschere ist jetzt dran. Diese Stecker, diese Hydraulikstecker und Kupplungen, die sind teilweise immer schwer, weil Druck drauf ist. Da kann man vorne diesen Stift nicht reindrücken. Da muss ich mir echt einmal, da gibt es so eine Zange, wo man den Druck ablässt. Oder ich baue mal an jeden Hydraulikstecker einen Absperrhahn hin. Muss ich mir nochmal überlegen, was ich da genau baue, weil so ist immer ein rechter Zirkus. Wenn Druck drauf ist, geht der nicht rein, dann kriegst du das nicht in die Kupplung rein. Irgendwie kriegt man es dann doch hin einmal, aber ist ja keine Dauerlösung so. Gut, ich lasse den jetzt so stehen, mache im nächsten Video oder eins der nächsten Videos mache ich tue ich dann die Hecke schneiden. Für heute ist für mich Feierabend erst einmal. Er ist vorbereitet und wenn euch das Video gefallen hat, bitte Daumen da lassen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also macht es gut, bis dann, ciao.